Moin meine Freunde, hier sind wir wieder am Start. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder jetzt hier in der vierten Folge am Start mit Salomon und einer wunderschönen Musik, mit der wir natürlich jede Folge beginnen. So, und dann würde ich sagen, machen wir sofort weiter. Und zwar können wir jetzt hier rechts lang. Soweit ich das weiß, konnten wir, ne? Da ging's lang, ja. Das hier war nur ein Shortcut. Da wird gleich jemand nämlich noch, genau, noch ein Unsichtbarer auftauchen. Den wir uns jetzt erstmal vornehmen und danach nehmen wir uns diesen Feuerdude mit. So, Unsichtbarer Habibi. Genau, komm her. Wir gehen wieder hier schön hinten in das Kämmerlein rein, wo wir all deine Freunde abgeschlachtet haben. Komm! Komm, ja! Guck mal, wie ein Hund kommst du. Was hast du eigentlich aber immer auf dem Kopf drauf? Bist du ein Elch oder was? Aber was ist das für Hörner hier? So, und weg. Immer aufpassen. Und weg. Und weg. Und eins, zwei, und... Oh, lol. Letzte Attack ist nicht durchgegangen. Eins, zwei... Oh mein Gott, wirklich? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, gut, dass ich den noch getötet habe. Ich bin nämlich in dieser Scheißform One-Hit. So. Gut, damit sind wir full life. Haben zwar ein Leben verloren, aber was ist zu tun, ne? Jetzt kümmern wir uns um den Dude. Doch, eine Full-Kombo kann ihn trotzdem töten, wenn man die durchkriegt, komplett. Leute, wo kommst du denn her? Ne, dich da hinten brauche ich nicht. So, hier können wir auch noch entlang. Und dann können wir am Ende da nochmal die Shortcut-Tür öffnen. Gut zu wissen. Voll Angst, was hier jetzt noch auf mich wartet, wenn ich ehrlich bin. Ah, scheiße. Ich hab das nicht ready bekommen. Unnötig Schaden kassiert. So. Den gekochten Frosch nehme ich natürlich mit, auch wenn ich die Ausdauer gar nicht so sehr brauche. Was ist denn mit dem Brennenden? Der Typ brennt einfach. Und ich habe schon die Jalousie zugemacht. Es ist laut. Holy shit. Inschrift, warum müssen große blablabla sterben, während Bettler und Banditen blablabla gedeihen? Der Körper ist nichts mehr als Brennholz, das von unseren Seelen verbrannt wird. Entzünde deine Leidenschaft und streife deine Zweifel ab für Ehrgeiz und Aufopferung. Nicht länger werden die Gebrechlichen umhegt, nicht länger die Kranken beschützt. Lalala, die Schwachen. Säubere das Fleisch, hinterlasse nichts als Asche. Ich raff eigentlich nie irgendwas, aber irgendwas mit Feuer. Gut. Ich glaube, da oben sind wir wieder Geister. Und das sieht sogar vielleicht so aus wie ein Bossfight. Das sieht aus nach Geister-Action. Wenn ich ehrlich bin. Dann komm. Haben wir irgendwas zu fressen? Wir haben. Ne, die Ratten haben wir auch nicht mehr. Scheiße. Keine Geister? Hey, cool. Ich glaube, da kommen wir durch diese Tür, wenn wir den Bossfight besiegt haben. That could it be. Oder wir können die Tür sofort öffnen. Ich weiß es. Wir haben Schwester Genessa hier. Oh mein Gott, Stute. Gut, dass ich dich gesehen habe. Ja, vor dem Bossfight, wie gesagt. Dankeschön. Ich mag es, wenn Checkpoints vor dem Bossfight sind. A creature like yourself must endure the indignities of the flesh. Such burdens are discarded in these chambers. These disciples are a gruesome sort. But you must admire their conviction. Did you know that beneath their hoods and veils, there's nothing much at all?
Ja. Just scraped bone and tattered sinew. Ich dachte mir schon, dass die ziemlich dumm sind. Packed with the sacred ashes. It has a certain allure. Asceticism is not far from vanity. Now let us sate your thirst. Unless you're also foregoing your primordial desires. Wir haben 5000 Tar verloren, Freunde. Weil wir es nicht benutzt haben. Benutzen wir es einfach. Hier. Ich habe gar keine Waffenfähigkeiten. Beim Reden mit einem NSC erhält Salomon eine Schlosszeitsequenz. Ja, schön. Ich brauche davon wirklich nichts. Ich möchte mich mit Salomon, das sind halt Sachen, die man dann später einfach noch was bringen und das andere war useless. Ach so, jetzt seid ihr wieder da. Ja, bei euch. Ihr seid halt mir Jock, weißt du. So, hier. 1, 2. Warum kann ich dich denn schon sehen? Oder bist du ein normaler Ritter? Hm. Aber hier sieht es aus, als wären wir beim nächsten Bossfight. Und rechts ist die Tür. Darf ich durch die Tür? Hey, die Tür ist hinter ihm. Scheiße. Es ist kein Bossfight. Gut zu wissen. Wahrscheinlich ist er gefährlicher als ein Boss. Gehe ich stark von aus. Au, 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 au. Chill, 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 chill. Beruhig dich. Ich habe jetzt nichts Schlechtes getan. Macht der richtig Action. Wieso habe ich nicht so coole Schwerter? Oh, no, 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 no. What? Oha. Er macht selbst nicht so viel Schaden, aber er macht halt Feuer-Damage auf einen drauf. Also sein normaler Angriff macht nicht so krank Damage, aber ich burne. Ich burn. Oh mein Gott, ich hatte es abgebrochen, weil ich dachte, ich würde schon getroffen werden. Ja, wofür war denn der Shortcut da, frage ich mich gerade, wenn hier Schwester Genessa ist. Oder vielleicht brauchen wir den noch? Ich weiß es nicht. Vielleicht öffnen wir dadurch jetzt gleich die Tür oder so. Ich frage mich das gerade wirklich, was es uns das gebracht hat. Aber wahrscheinlich sollte ich mich eigentlich lieber auf den Bossfight konzentrieren. Stattdessen. 1, 2. Wisst ihr, was ich hier jetzt mache? Der hagelt es draußen. Digga, was ist da denn jetzt los? Ein Blick, jo. Dankeschön. Einblick der Zuneigung, bla bla. Die Einblicke bewahren wir uns alle wirklich nur für Dings auf. Für Teal. Teal, Habibi. I like him. Und wir haben was zum Heilen. Dankeschön. Was ist denn das jetzt? Kann ich nicht fragen? Was ist das für eine schöne Statue? Tarüberreste. Alles klar, aber sonst machst du nichts hier. Schade. Okay. Ja. Dann gehen wir halt hier lang jetzt. Ist das jetzt? Ja, wir sind jetzt hier, aber was bringt uns das? Wir haben doch jetzt da gespeichert. Damit wir den hier nicht machen müssen. Damit wir einmal außen rumlaufen. Schiss, dann mache ich lieber den. Als sie da hinten, alle. Das geht schneller und zieht mir auch nur ein HP ab. Beim anderen verliere ich auch ein HP. Bestimmt. Also so ist jetzt nicht. Da ist ja noch so ein Ding. Noch so ein Grab. Oh. Solange es nur einer ist. Und die anderen. Die können schon kommen, ne? Kein Problem. Komm, Habibi. Komm her. Ja. Eins, zwei und drei. Er will nicht angreifen. Okay, dann nicht. Und boom. Das war laut. Und damit haben wir dich tot.
Du beschützt das hier, aber du bist alleine. Also die anderen Phasen waren schwieriger. Hab ich. Scheiße, da wurde ich kurz unterbrochen. So. Manchmal ist das komisch, I don't like it. Aua. Hallo. Oh, 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 mein Ausdauer ist weg. Und tschüss. Kann ich dich eigentlich auch so wie in Dark Souls mitnehmen? Nee, ne? Schade. Gut. Was ist denn dahinter? Ich weiß es nicht. Oh. Wie ein Hund hat er sich versteckt. Okay. Hallo. Kommen jetzt wieder Geister? Einblick der Vergeblichkeit. Erwachter Stein. Ja. Oh no. Keine Geister. Viel schlimmer. Es waren richtig viele von denen, wie es aussieht. Zwei. Okay, zwei kriege ich hin. Nur nicht mit so wenig HP, das ist schlecht. Wir haben echt nichts. Wir haben nichts. Scheiße. Das wird schwierig. Mit so wenig HP wird schwierig, wirklich. Ja, genau deswegen. Das ist schlecht. Ich denke mal, wir müssen den Feuerdude wieder besiegen, weil das ja kein Bossfight war. Ich würde am liebsten eigentlich vor dem wegrennen. Also durchrennen bei ihm. Ich weiß nicht, ob das geht. Gut, gucken wir jetzt mal gleich. Ich merke gerade, ich habe auch die ganze Zeit einen Tee neben mir stehen, den ich noch nicht getrunken habe. Aber wir hatten auch so eine Maske. Wir haben ja jetzt voll viele Sachen gefunden. So eine Maske und Zeugs. Und gucken wir mal kurz. Erwachter Stein. Die drauf eingelassenen Linien erinnern an die Verzierung auf dem schwelenden Streitkolben. Die Ambitionen der Metallurgen konnten nicht mit den Schmieden gewöhnlicher Wunder gestillt werden. Sie sollten die Götter in ihren Waffen einsperren. Sie fertigten göttliche Kohlen aus den bedauernswerten Seelen, die es wagten, zu behaupten, sie seien unsterblich. So, wir hatten doch noch irgendwas bekommen. Diese Einmalmaske. Oder so. Hier. Unbefleckte Maske. Ich will die gar nicht benutzen. Ich habe Angst, dass sie mich zurückbringt, ohne mein Ziel zu verbrauchen oder so. Aber ja. Stimmt, ihr stand hier auch. Ist der Dude denn noch da? Sehen wir gleich. Lol. Und tschüss. Feuertyp. Der Feuertyp ist gar nicht da. Hä, wieso? Wofür brauchen wir dann diese Tür? Finde ich nett, dass er nicht da ist. Waren die Kerzenfeuer da? Ich glaube auch nicht. Sollen wir darauf warten? Das sind noch 10 Sekunden oder so? Oder wie lange? Ja, die Pilze nehmen wir definitiv mit. Pilze! Komm. Lecker. Zwei Pilze nehmen wir mit. Kein Problem. Konnte ich hier nochmal was einsammeln? Ne, sah nur so aus. Okay. Ja, hier, hallo. Oh, du bleibst da stehen. So. Am besten kommen die zwei Kleinen als erstes, genau. Kurz kratzen an meinem Beinchen. Ach, warte mal, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Die zwei sind ja nur gespawnt, nachdem ich die Dings geöffnet habe. Weiß ich gar nicht. Weil geöffnet hatte ich es schon, oder? Oder muss ich vielleicht... Nee, das ist noch offen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht muss ich dann einfach nur einmal sterben oder so. Weil beim zweiten Mal macht er sofort so einen Crazy Attack. Aua. Geht er mir so ein bisschen auf meinen Helm, ein bisschen auf den Hüls. Aua. Schade, dass ich das nicht gedodged gekriegt habe.
Digga. So, jetzt. Dann sammle ich das ein. Tada. Perfekt. Vielleicht, wenn ich jetzt hier hingehe, komme ich nochmal. Nee, ja, dich hatte ich schon vergessen, bin ich ehrlich. Aua. Keine Ahnung, was hatte ich eigentlich hier genau bekommen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gut, dann gehen wir jetzt hier durch. Eine Stimme. Bossfight? Wird es Zeit? Heiligtum der Flamme. Vielleicht Endgebiet? Okay. Einblick der Hoffnung. Also es sind immer Einblicke, glaube ich, wenn ich die benutze. Das ist so wie diese Seelenspeicher damals auch in... Halt wie die Seelen in Dings. In... Dark Souls. Oder halt, ich glaube, in fast allen Souls-Likes gibt es die Dinger, ja. Okay. Ah, da ist nochmal so ein Feuerdude. Interessant. Und danach geht's noch weiter. Aber der Feuerdude lebt ja nur einmal. Das ist das Gute. Einmal tot, immer tot. Nur bin ich dann vielleicht auch tot. Der reagiert nicht. Schön. Dann kann ich erstmal die hier, die Jungen nehmen. Hier geht's auch runter. Nee, dann wir machen den dann schon. Nur ist es, ich merke, da ein bisschen sind die Framerates runtergegangen wegen den ganzen Feuergedöns, glaube ich. That, I don't like that, aber was willst du machen, ne? Da haben wir dich wieder. Leider ist, aua, ist das Gebiet nur jetzt nicht ganz so groß mehr. Das ist mal gefährlich. Ich habe vergessen, dass man das hier jetzt nicht so schnell reinziehen kann. Da müssen wir aufbauen. Oh mein Gott. Also man merkt schon, dass es ein bisschen Frame Lags hat. Definitiv. Jetzt rennen wir kurz weg. Zieh dir die Scheiße rein. Nochmal. Der Dude ist echt tanky. Das ganze Lichteffekt, also man merkt, Frames sind halt runtergegangen, leider. Ich sollte aber jetzt nicht müde werden, nur weil ich den schon einmal besiegt hatte. Kleiner Feuerhund, ich nehme dich aufs. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh, lol. Oh, are you for real? Das ist so wenig HP, echt nur. Schade. Gut, aber ich habe zwei Einblicke erhalten. Schön. Aua. Ich brenne. Ich burn. Ich habe drei Pilze mir reingepfeffert. Wir können auf jeden Fall runter. Ich weiß aber nicht, was hier oben noch ist. Was hier hinter ist. Ich glaube, hier hinter ist gar nichts. Nee, da können wir nicht hin. Schade. Vielleicht so ein kleines Secret oder so. Oh, oh. Sieht sehr gefährlich aus. Sieht nach How about the Sip aus. How about the Sip? Wir haben hier wieder Schnessergenessa. Wie, also manchmal siehst du die einmal in 300 Jahren. Jetzt ist sie wieder da. Dankeschön. The body is a tainted vessel fraught with impurities. I do not miss it. Well, perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples and I. We would so. Consecrated by ragged edge and raging flames. They seek only to be one with their emoliating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre.
Vielleicht finden wir ja irgendwas Nützliches jetzt. Die Wertung deiner Gegner bei der Trennung von Salomon erhöht sich. Die Verhärtungsdauer, ach so. Salomon hat eine Chance, sich zu einer kleinen Menge Entschlossenheit, wenn er verhärtet getroffen wird. Hört sich irgendwie alles kacke an. Bring deine Gegner mit einem starken Tritt aus dem Gleichgewicht. Hört sich echt alles kacke an. Ich mag Salomon nicht. Ist vielleicht gar nicht so kacke, aber... Oh, how about a sip? Was haben wir denn jetzt wieder gemacht? Müssen wir jetzt wieder gegen Hadan kämpfen, Habibi? Habibi Hadan? Das sieht so aus, irgendwie. Ja, wir haben das doch schon am Anfang des Tempels gemacht. Aber vielleicht ist das das Ende des Tempels. Wir müssen es... Nein. Es ist Bossfight. Gut, dass ich was getrunken habe. Ich hatte ein bisschen Durst. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte ich nämlich keine Zeit dafür. Okay. Imrod der Feuerloh. Oh mein Gott. Also für sowas hätte ich immer gerne Ziel. Für Bossfights. Oh shit. Der gibt richtig Gas, der Junge. Schön gedodged. Gut, dass es auch keinen Schaden macht. Also, dass die Verhärtung dann nicht aufgehoben wurde. Wenn er so Feuer spuckt. Einfach verhärten. Ich weiß ja nicht, ob ich, wenn ich auch normalerweise so nah dran stände, keinen Schaden kriegen würde. Aber ich gehe das Risiko einfach mal nicht ein. Ich denke schon, dass ich Schaden kriegen würde. Das würde ja sonst keinen Sinn machen. Oh, shit. Fast die Hälfte geschafft. Das ist doch schön. Läuft es schon richtig bad, das muss ich schon sagen. Wie sein Speck einfach wackelt. I like. Okay, das geht nicht. Gut zu wissen. Habe ich jetzt herausgefunden. Ihr wisst zwar nicht was, aber ich habe es herausgefunden, was wichtig für mich ist. Okay, er wird ein bisschen wütend. Jedenfalls wirkt es so. Da haben wir ihn.
Nee, oder? Dachte ich mir doch. Irgendwas stimmte doch jetzt mit dem Jungen nicht. Zweite Phase. Ich dachte schon, ich habe doch niemals, habe ich einen Boss vor Stroll. Scheiße. Okay, er macht jetzt danach was anderes. Oh, lol. Okay. Oh mein Gott. Holy moly. Ich hab keinen... Ich hab einfach keinen Ausdauer mehr gehabt. Der ist ja richtig gesprintet. Zieh dir den Frosch rein. Bisschen Ausdauer der Regeneration. Sonst habe ich nichts. Gut. Das Ding gar nicht benutzen, aber ich habe es benutzt. Gut zu wissen, dass ich benutzt habe. So. Ne, nicht mehr sprinten, Bro. Die zweite Phase ist deutlich tankiger auch. Das war close und böse. Ausdauer nutzen, die ich geschenkt bekommen habe, muss ich sagen. Also wegen der Frosch, also die ich mir gebufft habe, sollte ich doch schon tun. Und beim Bossfight bekommt man durch dieses komische Ding, dieses vergleichliche Zeichen, echt viel HP zurück. Scheiße. Sollte es einfach machen wie vorher. Das dodge ich. Wenn er das macht, dann greife ich an. Genau. Bisher hat es sehr geklappt. Schön. Ich bin's. Lol. Ich war einfach stuck in der Ecke da. Der Frosch ist gleich weg. Oh mein Gott, auf. Ja, er nimmt sich einfach die Dings, eine Leiche oder so. Ich habe jetzt weniger Ausdauer, also es regeneriert weniger, langsamer, meine ich. Ah, schon wieder die Scheiße. Oh no. Oh no. Oh. Zweite Phase von der zweiten Phase. Wirkt so. Glaube ich. Also er macht so komische Scheiße. Schlecht. Ja, ich burn richtig. Ich burn richtig. Und deswegen war ich voll verwirrt. No way. Ich konnte... Ja, ich hatte gar keine Zeit, mich einzusammeln. Ich wollte sofort einsammeln gehen, ich bin sofort gestorben.
Das kann nicht wahr sein. Ich war so weit und es dauert ewig. Boah, der Bossfight dauert Ewigkeiten. Holy moly. Okay. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch eine dritte Phase gibt. Das war echt eklig. Weil ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt gekommen bin. Boah. Und ich habe die ganze Scheiße aufgebraucht, natürlich, ne? Hab ich mir Pilze reingezogen? Ich weiß es nicht. Kann sein. Da unten habe ich noch Pilze, so. Aber ich glaube, wir probieren weiterhin erstmal den Bossfight. Ich brauche die Pilze nicht. Ich meine, ich sollte es hinkriegen, aber ich weiß gar nicht, was am Ende passiert ist, warum ich so reingeschissen habe. Das überspringen wir natürlich gekonnt. Uff, das auch. Ja, der hat am Anfang deutlich weniger AP. Sehe ich jetzt gerade. Ich will einfach mein Attack-Muster jetzt gar nicht verändern. Ich werde das einfach weiterhin so machen, weil wenn ich das jetzt ändere, dann ändere ich das später auch noch. Und das könnte schlecht sein. Dann kann ich irgendeine Scheiße machen vielleicht. Und hier kann ich einmal angreifen. Ein so. Der nächste wird einfach schön geblockt. Oh lol. Das war schlecht. Also am besten sollte ich in der ersten Phase keinen AP verlieren. Das wäre nett. Ah, scheiße, ich wurde abgelenkt, weil mein Handy aufgeleuchtet hat. Mann, Handy weg mit dir. Genauso wie bei Klausuren. Ja, das ist das dazu, um am besten kein AP verlieren, ne? Eigentlich kann ich das sogar richtig einfach dodgen, glaube ich, aber... keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, wie viel dieses Feuerding Schaden macht, eigentlich. Wenn man davon getroffen wird. So, jetzt nicht ablenken lassen und machen. Komm. Das war neu. Das hatte der vorher noch nicht gemacht. Vorher ist aber nur kurz gesprungen. Hier keine zweite Shell. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben unser Zeugs zurückgeholt und bekommen keine nächste Shell. Also so, dass es einfacher wird. Was auch Sinn macht eigentlich. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst gehabt. Lol. So. Ich glaube, vorhin hatte ich sogar die erste Phase No-Hit gemacht. Deswegen, jetzt haben wir ein bisschen weniger AP. Weil wir wissen ja ein bisschen mehr, was auf uns zukommt. Okay. So, zweite Phase. Ich hoffe, das ist die letzte. Sonst haben wir noch einen ganzen Trip vor uns. Definitiv. Ich meine, ich hatte nur ein Leben verbraten, weil ich das andere nicht reinkam. Also wir schaffen das diesmal. Komm schon. Außer es passiert wieder dasselbe. Das wäre schlecht. Und er hat deutlich mehr AP in der zweiten Phase, glaube ich. Achso. Scheiße. Da wurde ich gekickt. Habe ich einen schönen Kick ins Gesicht bekommen. Ja, den nehmen wir jetzt. Das dodgen wir einfach. Ich glaube, wenn wir davon getroffen werden, ist es schlecht. Einfach von nichts ablenken lassen. Einfach auf den Bossfight. Oh lol. Bossfight konzentrieren. Ich
Scheiße, schon wieder. Ich hab nichts zum Besten, ey. Hey, no. Er brennt aber nicht mehr. Ah doch, jetzt brennt er wieder. Digga, Fokus den Jungen doch. Ja, seit ich es halt locker durchbekommen noch. Aber manchmal macht er ja trotzdem was anderes. Und dann ist es schlecht. Ja, jetzt hat er mich schon wieder gekickt, Digga. Also vorher hat er es nicht so oft gemacht. Ah, lol. Kann ich da vielleicht reinlaufen und brennen? Kann das der... Zum Beispiel, wenn er der macht, dann kriege ich dann keinen nächsten Held durch. Ja, aber ja, wenn ich rechtzeitig reagiere, kriege ich es ja trotzdem hin. Einfach, wenn man reagiert. Probieren wir es. Ja, jetzt kriege ich schon wieder einfach einen Kick, Digga. Aber diesmal läuft er an mir vorbei, was nice ist. Wild. Ich mag es, wenn er auf mich zugestürmt kommt. Genau das hier. Ah, jetzt hätte ich es vielleicht sogar durchbekommen. Aber kein Risiko, scheiß drauf, wir spielen ihn langsam runter. Ah, schon wieder die Scheiße, Digga. Oh, das ist schlecht. Oder was war das jetzt? Ah ne, jetzt, ah. Der hatte auch schon einmal gemacht. Stimmt, hatte der gemacht. Ich dachte, das wäre die zweite Phase der zweiten Phase oder so. Oh mein Gott, what? What? Das ist schlecht. Der kam schnell angestürmt. Jetzt habe ich es durchbekommen. Schon wieder, Digga. Aber jetzt macht er wieder dieses Scheiße. Ja, schon wieder. Lol. Weiß nicht, was er sich damit gibt. Vielleicht gibt er sich da sogar durch Buffs oder so. Weiß ich ja nicht. Komm. Ich weiß nicht, ob ich durch den Kick sogar auch Schaden kriegen würde, vielleicht. Komm wieder. Oh mein Gott, dadurch habe ich dann aber auch gar kein Dings mehr.
letzte Hit. Ist sie dead? Ja. So, Freunde, es tut mir leid. Mein Traum wurde einfach zerstört. Nein, nicht mein Traum, sondern einfach... wir haben ihn besiegt. Wir können zurück. Mein Fight wurde einfach am Ende. Ich besiege ihn. Was passiert? Meine Schwester plötzlich hinter mir und fragt mich was. Wie? Aber guck mal, du Hund. Ne? Du Hund? Ein Blick der Vernichtung. Oh. Was passiert? Ich hab den Bossfight geschafft. Ein bisschen Tee trinken. Hallo! Guck mal, da sind wir wieder. Aber ich bin ehrlich, also dieses Gebiet laggt ein bisschen. Aber es kann auch sein, dass mein Computer einfach dieses Dings nicht schafft. Ich habe einen guten Computer, aber jetzt auch nicht perfekt, ne? Also so ist nicht. Also ich glaube, wir haben richtig viele Einblicke erhalten, die wir zum Skillen bräuchten, aber ich will halt den Teal durchskillen. Den Jungen hier. Aber ich weiß auch, wo wir den finden. Ich weiß auch den Weg dahin. Ich glaube, das machen wir als nächstes oder so. Keine Ahnung. Ja, und das ist das Letzte, was wir bekommen haben, ne? Hier haben wir nochmal... Hier, da steht es auch. Das ist das erste Bossfight-Einblick. Rauch steigt aus diesem brodelnden Einblick auf. Qualvolle Schreie gehen vom Inneren des brennenden Kerns dieses Einblicks aus. Die Gesichter der Toten nehmen in dem Schleier aus Rauch und Asche Gestalt an, der daraus hervorströmt. Mit der Zeit sehen ihre Gesichter mehr und mehr wie das des Betrachters aus. Super geil inszenierter Bossfight. Holy shit, hat er Spaß gemacht. Auch wenn er nicht schwer war, er hat Spaß gemacht bis zum Geht nicht mehr. Und das ist jetzt umgekippt. Hehe. So, aber es laggt. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Also ich spüre das. Ich spüre das nicht. Es läuft flüssig, aber man sieht es, dass es kleine Lags hat. Also ich habe keine spürbaren Framelags, aber sehbare. Wenn man es versteht, was ich meine. Wo sind denn meine Dings? Da. Ich bin da, glaube ich, echt durchgekommen durch den Boss. Ich weiß nicht, ob man da normalerweise so andere Leute damit Probleme hat. Ich fand's nice. Ich hab's geschafft. So, was nehmen wir denn hier mit? Oh mein Gott. Hat mich das erschrocken. Ich schwöre, bei Gott, hast du mich erschrocken. Du kleiner Hund. Wieso... Warte mal. Haben wir den Bossfight nicht geschafft? Wieso ist die Folge... Läuft die Folge noch? Was soll das? Da ist sogar noch einer. Da ist niemand mehr, oder? Hier haben wir eine Inschrift und da wollen wir, glaube ich, nicht runterfallen. Können wir da überhaupt? Ja, ich glaube, aber ich möchte da nicht runterfallen. Sieht nicht so aus, als könnte man da runtergehen. Oder kann man da runtergehen? Nee, dann fallen wir da auch nicht runter. Inschrift. Hallo. Du bist von Geburt an verdammt dem Tode versprochen. Dies ist die Schwäche unseres Fleisches, doch entspricht nicht seiner Wahrheit. Das Geschenk der Unsterblichkeit kann erreicht werden, aber du musst gewillt sein, dir blablabla zu nehmen, wenn nötig mit Gewalt. Selbst wenn du ohne Ende leidest, es gibt kein blablabla ohne Opfer, aber der Qual entspringt auch die Ekstase. Cool. Boah, ich habe jetzt richtig gute Laune wegen dem Bossfight. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ihn besiegt. Hehe. Man, können wir hier nicht eigentlich auch was machen? Sag mal. Extrahieren Glandula. Da hatten wir doch auch irgendwas, oder? Oh shit. Da hatten wir auch irgendwas schon gelesen von drüber. Gegenstand erhalten. Entzündete Glandula. Ah, stimmt. Ah, wir sollen das dem Dude geben. Und jetzt ist hier dunkel. Und es leuchtet. Lol, wie geil das aussieht. Der Hitze ausstrahlt. Cool. Cool. Können wir nochmal mit dir reden? Sagst du irgendwas? Your triumph is nothing short of miraculous, foundling. That sacred gland in your hands holds the purest sacrament. The true nectar inside is not meant for you or I. And yet, it is all we hunger for.
whether lost or devout. Such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it close. Meich! Nein. Not ready. Das Tar behalten wir einfach. Auch wenn wir sterben. Scheiß drauf, wir behalten es. Cool. Können wir da jetzt irgendwas, wichtige Gegenstände. Entzündete Glandula. Ein geschwollener, muskulöser Knoten, der Hitze ausstrahlt. Ist das nicht einfach ein Herz oder so? Dieser Klumpen Fleisch pulsiert mit warmer, feuchter Hitze, als würde er noch atmen. Die Präsenz der Glandula verzerrt die Stirn, verzerrt die Sinne. Dein Kopf beginnt mit fieberhafter Intensität zu pochen, je länger du dies hältst. Gut. Cool. I like. Dann einmal hier hoch und ja, dann raus, oder nicht? Hier ist ja nichts mehr drin. Wie hat sich denn jetzt die Welt hier verändert? Oh, sind hier jetzt überall Geister? Lol, es ist dunkel geworden. Aber, Freunde, ich hatte es schon fast vergessen. Das machen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt Folge 4. Das machen wir in Folge 5. Geist, haut rein und ciao.